Ich habe bereits im letzten Video erwähnt, dass ich lokale Schulen mit 3D-Druckern unterstützen möchte. Und das möchte ich auch weiter tun, deswegen werde ich an dem Thema dranbleiben. Aber heute war ich in der anderen Kantonsschule und habe dort natürlich den SP5 und den Ender 3V2 übergeben. Und in diesem Video werde ich euch ein klein bisschen was über das Projekt erzählen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dranbleibt bis zum Ende und das ganze Projekt auch eventuell unterstützt. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Megorama.de und das liegt mir wirklich am Herzen. Es lag mir eigentlich schon von Beginn an am Herzen, dass man versucht, so vielen Kindern wie möglich das Hobby 3D-Druck oder die Technologie 3D-Druck nahezubringen. Deswegen habe ich bereits 2017 angefangen, in Frankfurt in der Naxos-Halle Kontakt aufzunehmen und mit denen auszubaldobern, wie denn das Ganze mit dem 3D-Druck vielleicht bei denen funktionieren könnte. Das ist ein soziales Projekt. Die zeigen den Kids dort, wie man verantwortungsvoll mit Graffiti umgeht. Das war somit eine der ersten Baustellen, die ich angefangen hatte. Dann ist die Stiftung mit eingesprungen, die Dr. Ute Wolski Stiftung, wo ich auch nochmal sage, vielen lieben Dank, Ute. Entsprechend, wir hatten auch mal ein Interview geführt, das blende ich euch hier oben ein. Das war mit eins der ersten Videos, die ich auf dem Kanal hier gemacht habe, wo wir darüber geredet haben, entsprechend, wie man solche Projekte vorantreiben kann. Und das nächste war natürlich dann auch ein Projekt in der Schule in der Nähe von Frankfurt. Dort haben die Kinder dann entsprechend von der Stiftung 4 Prusa i3 MK3 entsprechend gesponsert bekommen. Später gab es dann nochmal ein Upgrade auf den MK3S. Und da habe ich dann auch ursprünglich meinen MK3 mitbestellt als Kit, damit ich das Teil wirklich aus dem FF kenne und weiß, wo entsprechend was zu warten ist. Und falls in der Schule irgendwie Hilfe benötigt wird, dass die Lehrer nicht ganz auf sich alleine gestellt sind, sondern immer jemanden haben, der sie auch quasi 24/7 beraten kann und dass die wissen, wo sie hin müssen. Das ganze Projekt ist insgesamt von zwei Leuten, also einmal von mir und einmal von einem Bekannten, betreut worden. Wir beide kennen uns richtig gut aus mit 3D-Druck. Wir haben auch erstmal die Lehrer geschult und dann später natürlich im Unterricht auch nochmal in diesem, naja, Wahlpflichtfach war es, glaube ich, entsprechend über ein Jahr lang entsprechend ausgeholfen. Wir sind dann auch mit den Kindern auf die Form Next gefahren, damit sie dort mal andere Drucker sehen, außer nur den Prusa. Und da muss ich sagen, da haben die Augen von den Kindern, glaube ich, so ein bisschen geglüht. Ich habe gemerkt, okay, die rennen da rum und erkunden alles. Die waren wirklich wild und wollten da wirklich alles mögliche an Informationen aufsaugen. Das fand ich richtig toll und genauso soll es auch eigentlich sein. Jetzt habe ich gesagt, okay, hier in der Schweiz möchte ich das Ganze auch gerne ein bisschen weiter vorantreiben und habe die Gelegenheit gepackt, die Gelegenheit beim Schopf gepackt und habe gesagt, okay, Tutris, hey, den SP5, ich kann hier im Studio nicht gebrauchen. Ich habe hier schon einige Drucker rumstehen, aber bei mir staut sich mittlerweile alles auf dem Boden rum. Ich bin auch mittlerweile froh, dass ich endlich wieder ins Studio gehen kann, ohne über einen Drucker zu fallen. Und Tutris hat gemeint gehabt, ja klar, geil, gib das Ganze an eine Schule, dann ist es ordentlich unter und dann hat das Ganze auch einen guten Zweck und das unterstützen wir natürlich und das finde ich mega genial. Von daher vielen, vielen lieben Dank, Tutris. Wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, könnt ihr nochmal ins letzte Video schauen. Da ist ein Review vom SP5 und da könnt ihr dann auch entsprechend die ganzen Links gucken. Ich finde, das ist ein echt guter Drucker, ein guter Einstiegsdrucker. Also da muss ich sagen, habe ich meine ursprüngliche Meinung, dass ich gesagt habe, okay, das Ding ist vielleicht dann doch nicht so gut, habe ich revidiert und habe gesagt, das ist ein guter, solider Basisdrucker, den man natürlich mit so ein paar kleinen, naja, Kleinigkeiten nochmal aufrüsten kann oder wo so ein paar Kleinigkeiten dran sind, aber das ist nicht wild. Und dann kam ich gerade aus der Kantonsschule und muss sagen, ich war begeistert. Die haben da oben einen richtig schönen Werkraum, da haben sie jetzt die zwei Drucker aufgestellt. Die haben schon einen Drucker gehabt, aber der gute Herr hat mir gezeigt, okay, was die denn alle schon damit machen. Also die haben angefangen, Zahnräder und Sachen zu drucken, wirklich für den Unterricht auch zum Teil, dass die dort auch vielleicht für den Physikunterricht oder für den Werkunterricht bestimmte Dinge entsprechend drucken können. Und er hat gesagt gehabt, es kommt gerade zum rechten Zeitpunkt, denn die Drucker, die Leute stauen sich an den Druckern mittlerweile schon fast. Das heißt, also im nächsten Schuljahr erwarten sie sowieso, dass der Andrang noch größer wird an den Druckern. Und da kommen die zwei 3D-Drucker gerade recht. Der Ender 3V2 aka Dr. Manhattan, wisst ihr aus den Livestreams, ist ein Clipper-basierter Drucker. Das heißt also, die haben auch dann zusätzlich zu dem Drucker nochmal den Big Tree Tech Pi mitbekommen, den ich hier oben im Video entsprechend erklärt habe. Und ich habe dem nochmal kurz gesagt, was das denn ist. Ich werde nachher nochmal den Link zu dem Video schicken, wo ich ihm zeige, wie man Clipper einrichtet, konfiguriert und natürlich entsprechend auch wartet und bedient. Und damit ist der Drucker soweit erstmal abgehakt. Die grobe Funktionsweise und die Materialien kennt ihr ja ungefähr. Die werden später nochmal ein Gehäuse von uns bekommen. Das heißt also, die werden nochmal ein kleines Mini-Ultra-Enclosure bekommen. Da habe ich mit Kane von Ultra-Enclosure entsprechend gesprochen und er hat gemeint, klar, gerne,
supporte ich sofort und dann bau das Ding, druck das gerne, darfst du mit der Lizenz, die du damals gekauft hast, darfst du das gerne machen und das ist der Schule spenden, habe ich gar kein Problem mit. Finde ich also auch super genial, dass das Projekt dann doch so Ausmaße annimmt. Und das Material für die gedruckten Teile bekomme ich von Freedom Fuel. Da habe ich mit denen drüber gesprochen, die haben gemeint gehabt, auch gerne, möchten wir gerne unterstützen und falls du noch Hilfe brauchst, sag Bescheid. Von daher auch vielen, vielen lieben Dank an Freedom Fuels, dass die das Material sponsern. Das ist ein recyceltes PETG. Finde ich also auch gut von der Art des Materials her. Das ist genau das Richtige, genau das, was wir gerade brauchen. Und da werde ich dann, sobald ich das Enclosure fertig habe und die Lehrer und die Schüler aus den Ferien kommen, werden wir das Ganze bei denen im Werkraum entsprechend aufbauen, dass sie dort auch nochmal andere Materialien drucken können, außer nur PLA oder PETG. Und dann haben sie natürlich den SP5 bekommen. Den dritten Drucker, den ich weggegeben habe, war der Eiffel Zahnco 5. Und ich weiß, viele von euch sagen, ah, das ist kein guter Drucker und der druckt nicht gut. Aber der Eiffel Zahnco 5 hat bei mir immerhin den Baby-Grogu gedruckt, also den Baby-Yoda gedruckt. Und ich muss sagen, die Figur ist eigentlich recht gut rausgekommen und bis jetzt war das Handling von dem Drucker eigentlich recht gut. Und die ersten Bilder von dem Drucker aus der Schule hat mir die Lehrerin auch schon zugesendet. Die blende ich euch gerade mal ein. Und da könnt ihr sehen, okay, das ist jetzt zwar so eine Ausstechform, so ein Schmetterling, glaube ich, ist das. Aber die Drucke kommen gut raus, das Ganze funktioniert ganz gut und die Lehrer haben jetzt sich auch schon mal ein bisschen mit dem Drucker aufgewärmt, dass sie damit drucken können. Und das finde ich natürlich auch mega genial, dass die jetzt auch in der anderen Schule, wo der Eiffel Zahnco 5 steht, insgesamt zwei 3D-Drucker stehen haben, um dann Sachen für den Physikunterricht oder für den Werkunterricht oder was weiß ich auch alles im Prinzip zu drucken. Und ich finde, das ist ein schönes Projekt. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie noch ein bisschen weiter ausgebaut bekommen. Wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, wenn ihr sagt, okay, ich habe hier noch einen 3D-Drucker oder irgendwas rumstehen. Oder wenn andere YouTuber da sind, die das Ganze vielleicht mal sehen, Uncle Phil oder Co. Wenn ihr einen Drucker habt, den ihr gesponsert bekommt und sagt, okay, den kann ich eigentlich hier gerade nicht gebrauchen. Der steht mir nur im Weg. Ich helfe euch gerne, eine Schule zu finden, wo wir das Ganze hingeben können. Ansonsten schreibt doch einfach mal bei euch im Bundesland oder im Kanton entsprechend die Schulverwaltung an, ob die denn nicht irgendwie noch aushelfen können oder das Bildungsministerium. Und versucht doch mal darüber entsprechend die Drucker dann an eine Schule zu bekommen. Aber bitte achtet darauf, dass die Drucker, wenn ihr die weggeben wollt, auch wirklich vernünftig funktionieren. Das war mir wirklich ein Anliegen, dass ich den SP5, bevor ich den weggebe, erstmal auf Herz und Nieren teste. Und das habe ich getan. Ich habe hier wirklich jede Menge Sachen gedruckt. Und die sind wirklich gut rausgekommen, muss ich einfach sagen. Ja, das sind alles Teile für den R2-D2, den werden wir demnächst auch nochmal bauen. Da ist zwar noch ein bisschen Stringing dran, okay, ja. Also das Stringing kommt einfach nur daher, dass ich halt das Material nicht richtig eingestellt habe, das Meta-PLA. Ansonsten muss ich sagen, die Drucke, die ich bis jetzt rausbekommen habe, wo ich den Support noch... Und als ich da aus der Schule rausgegangen bin, muss ich sagen, hat es sich richtig gut angefühlt. Ganz einfach, wenn man Gutes tut, fühlt es sich gut an. Deswegen unterstützt eure Schulen lokal mit dem, was ihr könnt. Und als kleines Dankeschön, damit habe ich erstmal gar nicht gerechnet, ja, aber als kleines Dankeschön hat mir die Schule, wo ich heute war, nochmal eine wunderschöne Flasche geschenkt. Ich mache das mal auf. Ich mag diese Flaschen unheimlich. Da ist sogar das Logo von der Schule entsprechend. Ich blur es jetzt mal aus, weil ich nicht weiß, ob die Schule damit okay ist. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich habe das jetzt nicht wegen der Flasche gemacht, um Gottes Willen. Nein, also ich bin froh, dass die Drucker gut unter sind und dass damit jetzt den Schülern geholfen ist und dass die damit im Werkunterricht oder auch im Physikunterricht oder was weiß ich, wo die das nutzen, entsprechend ordentliches Material haben, mit dem sie arbeiten können. Und in diesem Sinne hat euch das Video hoffentlich gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wenn ihr mich unterstützen wollt bei solchen Sachen, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort steht ein Link zu Patreon. Vielen, vielen lieben Dank auch an meine bisherigen Patreons. Ihr seid echt genial und vielen lieben Dank für den Support. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hodl's Align, happy printing und ciao.